des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich begrüße Sie herzlich zum Sonntag Oculi. Mit unseren Augen sollen wir sehen. Auf Gott, auf seine Gnade und auf die Freiheit, die er uns ermöglichen will, trotz allem. Die Passionszeit, die 7 Wochen vor Ostern, ist so eine Zeit des Nachdenkens über uns selbst, eine Zeit der Umkehr. Wir wenden uns ab von schlechten Gewohnheiten und lernen neu zu leben. Wie? Dazu wollen wir heute noch mehr im Gottesdienst hören und erleben. Ich bin Pastorin Kerstin Otterstein. Ich bin im Moment zusammen mit meinem Mann, Pastor in Rente Paul Otterstein, hier in Schummelnsee zur Vertretung, weil ihre Pastorin in Rente gegangen ist, in die wohlverdiente Rente. Ich freue mich darauf, Sie kennenzulernen, wenn wir irgendwann wieder zusammenkommen werden. Aber jetzt lassen Sie uns gemeinsam feiern. Als Lektor ist Herr Hammer Kruse dabei und hinter der Kamera hilft wie immer Herr Dapp. Den Herrn will ich loben, Tag für Tag. Solange ich lebe, soll sein Lob in meinem Munde sein. Stillhalten kann ich nicht, bis alle es hören und sich mit mir freuen. Wir wollen seinen Namen miteinander erheben. Ich suchte den Herrn und er begegnete mir. Eigentlich hätte ich vor Scham rot anlaufen müssen, doch er hat meine Angst von mir genommen. Wie ein Nebel war er, der mich verbarg, wie ein geöffnetes Haus in der Nacht. Die, ich fürchtete, übersahen mich. Die Not, vor der mir graute, blieb aus. Das muss ich euch allen erzählen. Viele halten sich für glücklich in ihrem Geld. Aber Reichtum ist nur, was die Not löst. Wer den Herrn hat, wird keinen Mangel leiden. Ihr wollt fröhlich leben und gute Tage sehen? Lasst alles, was dem Herrn missfällt. Liebt die Wahrheit und hütet eure Zunge. Baut Brücken zueinander. Der Friede fordert höchste Opfer. Der Herr achtet auf das, was anderen dient. Aber die um sich schlagen, bleiben ohne Hilfe. Denn er steht den Unglücklichen bei. Sein Herz schlägt für die Entrechteten. Er stößt keinen hinaus in die Nacht. Er tritt auf keinen Zerbrochenen. Amen. Sing, 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 sing dem Herrn ein neues Lied. Weiß die Laut, sing Halleluja. Sing, 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 sing dem Herrn ein neues Lied. Weiß die Laut, sing, der Herr ist froh.
Gottesweg. Gott, Vater, Schöpfer, wir danken dir, dass du uns mit einem Herzen voller Güte anschaust. Und wir bitten dich, richte unsere Herzen und Sinne auf Jesus Christus, der uns ermutigt, die Blickrichtung zu ändern und die Welt mit seinen liebenden Augen zu sehen. Ermutige uns, den Blick auf sein Kreuz zu wagen und dahinter deine Liebe für uns zu erkennen. Aus dem 13. Kapitel. Darum seid bereit und stellt euch ganz und gar auf das Ziel eures Glaubens ein. Bleibt besonnen und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch beim Offenbarwerden von Jesus Christus erwartet. Denn ihr wisst ja, was es Gott gekostet hat, euch aus der Sklaverei der Sünde zu befreien, aus einem sinnlosen Leben, wie es schon eure Vorfahren geführt haben. Er hat euch losgekauft, aber nicht mit vergänglichem Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut eines unschuldigen und fehlerlosen Lammes, das für uns geopfert wurde, dem Blut von Christus. Schon bevor Gott die Welt erschuf, hat er Christus zu diesem Opfer bestimmt. Aber erst jetzt, in dieser letzten Zeit, ist Christus euretwegen in die Welt gekommen. Durch ihn habt ihr zum Glauben an Gott gefunden. Gott hat Jesus Christus von den Toten auferweckt und ihm seine göttliche Herrlichkeit gegeben. Deshalb setzt ihr jetzt euer Vertrauen und eure ganze Hoffnung auf Gott. Amen. Vor 2 Jahren auf der langen Fahrt nach Österreich in den Urlaub, da war es wieder soweit. Mir ist langweilig. Und das von einem eigentlich schon erwachsenen Kind. Und lachend habe ich vorgeschlagen, dass wir mal wieder Ich sehe was, was du nicht siehst spielen können. Ich sehe was, was du nicht siehst und es ist rot. Sie glauben gar nicht, wie viele rote kleine Punkte es in einem dunkelgrauen Auto gibt. Unglaublich. Hier in der Kirche würde das Spiel trotzdem, glaube ich, schwerer fallen, schon wegen der schönen Fenster. Aber trotzdem spielen wir das jetzt einmal, aber wir spielen die Version für Christen. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist frei. Na? Jetzt ist wahrscheinlich keinem von Ihnen eingefallen, jetzt erstmal auf sich selber zu zeigen. Ich bin frei. Aber genau das behauptet der Predigttext. Klar, anders als im Predigttext sind wir heutzutage keine Sklaven mehr. Aber ist nicht Sklave sein gleichbedeutend mit frei sein? Sind wir frei jetzt so gerade mitten in der Corona-Krise?
Da könnten Sie mir entgegenhalten, also Freiheit, das ist etwas anderes. Ich habe eine Familie zu ernähren, ich muss jeden Tag früh raus, 5 oder 6 Wochen Urlaub im Jahr sind ja schön, aber man kann sowieso nennen wie wegfahren. Also Freiheit ist was anderes. Oder ich muss zu Hause für das Homeschooling der Kinder sorgen, ich muss auf die Hausaufgaben aufpassen und nebenbei muss ich mich noch um die Impftermine für meine älter werdenden Eltern kümmern. Wenn ich mir mal die Freiheit nehmen könnte, einen Cappuccino mit einer Freundin zu trinken, aber auch selbst das geht ja momentan nicht in der Pandemiezeit. Oder junge Erwachsene, das lesen und hören wir jetzt viel, junge Erwachsene mit Corona-Depressionen, mit Zukunftsängsten, fast Zukunftshoffnungslosigkeit. Wo, fragen wir uns, ist da diese tolle Freiheit, die der Predigttext verspricht? Ich sehe nichts, was du auch nicht siehst, oder wie soll das laufen? Gibt es diese Freiheit eines Christenmenschen, die uns Luther in einem ganzen Buch beschreibt? Ich glaube, dass das tatsächlich so ist, dass es sie gibt und dass man wie in diesem Spiel, ich sehe was du nicht siehst, ganz genau hinschauen muss. Inmitten all der Unfreiheiten unseres alltäglichen Lebens momentan kann man tatsächlich so etwas wie christliche Freiheit entdecken. Fangen wir bei dem an, was vielleicht auf den ersten Blick sich schneller entdecken lässt als andere. Und anderes. Und vielleicht schlagen Sie jetzt als Eltern erstmal die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich das nur so laut sage, aber die Defizite des Homeschoolings, die werden vorübergehen. Und Schulzensuren sind nicht alles. Unsere Kinder und Jugendlichen, die werden in ihrem Leben entdecken, was in ihnen steckt. Und zwar ausgerüstet, dafür sind wir zuständig, also Eltern und Kirche ausgerüstet mit der Liebe Gottes und diesem befreienden Bewusstsein, dass Jesus uns die reiche Gnade Gottes erworben hat. Ich meine, natürlich wissen wir alle, dass gute Schulzensuren mehr Türen öffnen als schlechte. Und trotzdem sehe ich doch hinter einem nicht so guten oder einem schlechten Schüler keinen geringeren Menschen als hinter einem guten Schüler. Ich sehe hinter einem nervigen Konfirmanden nicht weniger das faszinierende Potenzial als hinter einer braven Konfirmandin. Ein schlechter Schüler gilt genauso viel wie eine schlechte Schülerin. Und beiden gilt mein Wunsch, dass sie ausgerüstet mit der Liebe Gottes in ihrem Leben entdecken, was in ihnen steckt. Das ist ja unter anderem das Tolle am Konfirmandenunterricht, dass man schon ein bisschen was erspüren kann von diesem Kern, dem tollen Kern in einem Menschen drin, der sich gerade so erst anfängt zu zeigen, was die Konfis selber noch für sich entdecken müssen. Schulzensuren sind dafür überhaupt kein 100%iger Indikator, schon gar nicht verlässlich dafür. Gute Schulzensuren sind nützlich, aber sie sagen nicht wirklich etwas aus über den Kern eines Menschen. Die Leiterin meiner letzten Diakoniestation hatte einen ausgesprochen mittelmäßigen Hauptschulabschluss und sie war eine hervorragende Leiterin. Jede und jeder von uns bekommt die Freiheit geschenkt, zu entdecken, was wirklich steckt. Und dazu brauchen wir die innere Freiheit, die wir durch den Glauben bekommen, die sich nicht festlegen lässt durch einmal schwarz auf weiß festgehaltene Zensuren. Das ist nicht das Maß aller Dinge. Heißt das, dass man sich nicht anstrengen soll? Nein, heißt das natürlich nicht. Aber wir müssen uns von einmal festgelegten, nicht so glanzvollen Leistungen in der Schule oder auch anderswo, uns nicht festlegen lassen, unser Selbstwertgefühl, weil Gott weiter sieht. Und ich wünsche unseren Konfirmandinnen und Konfirmanden, unseren Schülern und Schülerinnen
unseren Kindern, dass sie spüren, dass wir als Christen nicht auf jeden Fehler und Mangel unserer Vergangenheit festgelegt sind. Und dafür gibt es ein tolles Beispiel. Jesus hatte einen sehr guten Freund, den Petrus. Und Petrus war so ein Typ, der hat gerne mal geprahlt, ja, der hat gerne mal so ein bisschen seine Armmuskeln spielen lassen. Jesus, ich stehe zu dir, komme, was da wolle. Und was passiert? Als erstes verleuchtet er Jesus dreimal. Und Jesus macht diesen Petrus zur festen Säule der Kirche. Weil Petrus eben am Ende doch sagt, dass er Jesus lieb hat. Deswegen legt Jesus ihn nicht auf seine nicht so ganz vollen Zeiten fest, sondern er schenkt ihm die Freiheit von dieser peinlichen Vergangenheit. Damit Petrus werden kann, dieser Mensch, der wirklich in ihm steckt. Der Fels, auf dem die Kirche steht. Alles schön und gut, werden Sie vielleicht sagen, aber was ist mit uns Erwachsenen, wenn wir eingeklemmt sind zwischen Berufsleben, Homeschooling, Kindererziehung, Fürsorge für die älter werdenden Eltern oder den kranken Partner? Vielleicht jetzt in der Pandemie sogar obendrauf noch finanzielle Nöte, wenn sie nicht schon vorher waren. Wo bleibt da die Freiheit? Vielleicht wollen Sie mir entgegnen, ich sehe nicht, was Sie da sehen, Frau Pastor. Ein bisschen banales Beispiel. Vor Weihnachten hatte ich es mit einer Freundin vom Bügeln. Sie haben richtig gehört, vom Wäschebügeln. Ich habe nämlich rumgenölt, wie doof ich das fand, mitten in der Ohnehin. Vor allem Adventszeit, wo ja ständig die Frage war, dürfen wir jetzt Gottesdienste feiern, dürfen wir nicht, müssen wir alles umstellen und so weiter. Ich habe rumgenölt, dass ich mitten in dieser stressigen Adventszeit auch noch Blusen bügeln musste. Und meine Freundin steuerte bei ihrer Erfahrung, die sie schon seit längerer Zeit übt, die jeweils vor ihr liegende Arbeit als die anzunehmen, in die hinein Gott sie gerade gestellt hat. Ich musste mir kurz die Ohren putzen, wie Gott stellt mich vor die Aufgabe des Bügelns. Aber sie erklärte es mir dann noch ganz gut, fand ich. Sie sagte, ihr hilft es, sich Folgendes bewusst zu machen. Auch wenn es gerade eine doofe Arbeit ist, auch wenn es gerade eine nicht erwünschte Arbeit ist, diese Arbeit, genau diese Arbeit, als etwas zu begreifen, was jetzt in diesem Moment dran ist. Und dann positiv ranzugehen, sich nicht die ganze Zeit wegzuwünschen oder zu hoffen, dass man bald fertig ist, sondern diese Arbeit mit einer gewissen Gelassenheit im Hier und Jetzt zu erledigen. Und dabei vielleicht noch ein Lied zu singen oder eine Musik zu hören. Es anzunehmen, wirklich anzunehmen, als die Aufgabe, vor die Gott mich jetzt gerade stellt. Dieser kleine Vorfall fiel mir wieder ein, jetzt in der Pandemiezeit, die sich ja irgendwie hier endlos zu strecken scheint. Und seither übe ich das. Auch die Arbeiten, die nicht so toll sind, oder gerade diese Krise, in der ich mich so eingeklemmt fühle, als etwas zu begreifen, was nicht mich definiert, sondern was ich definieren soll. Das ist die Herausforderung. Ich und meine Einstellung bestimmen, ob ich mich von der jeweiligen Arbeit eingeklemmt und genervt fühle oder gar versklavt unbedingt. Wort des Predigtextes zu sprechen, wenn ich auch das Schwierige und das Unzufriedenstellende als Aufgabe annehmen kann, vor dem mich Gott gestellt hat, dann erwächst daraus so etwas wie eine gewisse innere Freiheit gegenüber dieser Aufgabe. Sie bestimmt nämlich nicht mehr mich,
sondern ich bestimme, mit welcher inneren Haltung ich daran gehe. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Und damit auch zu der Freiheit eine Aufgabe wie Corona, nicht nur als Stress genervt zu erledigen, sondern sie irgendwie anzunehmen und dann mit meiner eigenen inneren Haltung diese Arbeit zu bestimmen. Nicht die Arbeit bestimmt mich, sondern meine Haltung bestimmt meine Arbeit. Auch all das, was jetzt gerade nicht getan werden kann, ist nicht sinnlos. Ich darf als Christ davon ausgehen, dass das, was ich tue, einen Sinn hat, auch wenn ich ihn im Moment nicht gerade erkennen kann. Ich persönlich finde das enorm hilfreich. Jesus hat einmal ein Gleichnis erzählt von dem vierfachen Acker, so heißt das in der Bibel, wo der Samen ausgestreut wird. Ein Viertel fällt auf Felsen und verdorrt, ein zweites Viertel auf dem Weg und wird dort von Vögeln gefressen oder zertrampelt. Das dritte Viertel fällt unter Disteln und wird erstickt. Und nur das vierte Viertel fällt auf guten Boden, wo die Saat aufgeht. Das ist genug, sagt Jesus, weil dieses Viertel, das aufgeht, im Ertrag viel größer sein wird als das, was wir jetzt erkennen können. Manchmal besteht die Freiheit eines Christenmenschen darin, bei drei Viertel nicht den Sinn zu verstehen und doch davon auszugehen, dass das vierte Viertel ausgestreut werden will, auch wenn wir nur bei diesem einen Viertel den Sinn sofort erkennen. Manchmal ist die Herausforderung, gerade beim ständig kritischen Blick auf sich selbst, sich mit diesem einen Viertel sichtbaren guten Erfolgs zufrieden zu geben. Denn wenn Jesus zuversichtlich dieses vierte Viertel als genug und hoffnungsvoll versteht, dann dürfen wir das auch. Ich sehe was, was du nicht siehst, und das ist ein Christ, der innerlich frei ist, auch wenn äußere Zwänge ihn ganz kräftig im Griff haben. Weil Gott manchmal mehr weiß über den Sinn als wir, weil wir eine Aufgabe, die wir annehmen, mit einer größeren inneren Freiheit bewältigen können, als wenn wir ständig damit hadern. Weil Gott auch in einer scheinbar blöden Arbeit Sinn sehen kann, ihr Sinn geben kann, wenn wir sie innerlich füllen mit unserer positiven Einstellung. Weil wir ja unser Vertrauen, unsere Hoffnung auf Gott setzen, der aus einem Viertel viel machen kann. Viel mehr, als wir sehen und wahrnehmen können. Unser Predigtkasten geht so weit, und das finde ich doch schon recht steil, dass er behauptet, wir sind aus der Sklaverei der Sünde befreit. Nun wissen wir natürlich alle, dass wir gar nicht umhin können, Fehler zu machen. In unserem Leben ist das so, wir machen Fehler. Und gerade jetzt, wo wir ständig Entscheidungen treffen müssen, in Krisenzeiten, machen wir ganz bestimmt Fehler. Aber der Petrusbrief sagt ja auch nicht, du bist von der Sünde befreit, du sündigst nicht, sondern er sagt, du bist von der Sklaverei der Sünde befreit. Ich verstehe das so, dass die Sünde, das, was wir falsch machen, uns nicht mehr festhalten kann, uns nicht mehr festbinden kann. Auch wenn wir Fehler machen, jetzt in den Entscheidungen in dieser Krise, kann uns das nicht von Gott wegreißen, es kann uns nicht so niederreißen, dass wir nicht wieder aufstehen können. Wenn wir unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, dann sind wir von diesem Sklavenhalter, Fehler machen, Sünde befreit und frei wieder neu zu beginnen und am nächsten Tag wieder neu durchzustarten, mit dem Versuch, es schlicht besser zu machen.
Wer bin ich? Ich bin als Christ ein befreiter Mensch. Sie sind als Christ ein befreiter Mensch, der sich nicht bestimmen lassen muss von Zensuren, Erfolg oder Misserfolg, von Vorankommen und Zurückfallen, der Meinung anderer und dem Viertel sichtbaren Erfolgs. Ich sehe was, was du nicht siehst. Die Freiheit eines Christenmenschen. Als Christ ahnen wir, dass wir befreit sind, Kinder Gottes zu sein. Und das ist mehr als genug. Barmherziger Gott, wir danken dir, dass du mit uns unterwegs bist auf den Wegen, die wir gehen. Wir schauen auf die Menschen, die pausenlos unterwegs sind, weil der Beruf es erfordert. Lass sie spüren, dass du sie begleitest. Hilf uns, gemeinsam mit ihnen die Langsamkeit zu suchen und die notwendigen Pausen. Wir schauen auf die Menschen, die unbeweglich sind und meinen, schon alles erreicht zu haben. Öffne ihre Augen für neue Wege und Möglichkeiten. Hilf uns, gemeinsam nach neuen Zielen zu suchen. Wir schauen auf die Menschen, die müde oder krank sind, die keine Kraft mehr haben. Stärke sie. Hilf uns, diese Menschen zu begleiten. Wir schauen auf die Menschen, die gefangen sind in den Strukturen der Welt,
die kein Leben im Gefühl der Freiheit leben können. Lass sie wissen, dass du sie befreien und erlösen willst. Und ermutige uns, dass wir uns einsetzen für die Freiheit. Wir denken auch an die Menschen, die Verantwortung tragen in Politik, Gesellschaft, in der Wirtschaft. Richte ihren Blick auf das Wohl aller. Ermutige uns, sie darauf hinzuweisen, dass wir gemeinsam den Weg suchen für ein gutes Miteinander. Gib den Verantwortlichen in den Kirchen und Kirchengemeinden Fantasie und Mut, neue Wege zu gehen, damit die Menschen deine befreiende Liebe erfahren können. Und was uns persönlich auf dem Herzen liegt, bringen wir in der Stille vor dich, Gott. Und gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.